Impor beendet Sanktionen. So schnell, was ist denn passiert? Tag Nummer 20, meine lieben Freunde. Der nächste Tag, der 12. Dezember 1982, beginnt. Und wir gehen wie immer zur Arbeit. Inspektor Impor hat seine verfehlte Politik korrigiert. Imporan ist ab sofort wieder die Einreise gestattet. Heute wird Ihnen die Abteilungsleitung für den Distrikt Ostkrastin erneut einen Besuch abstatten. Es lebe Astotzka. So, gut, aber jetzt, da ich jetzt schon wieder eine Aufnahmepause eingelegt habe, mache ich doch mal ganz kurz das hier auf. Okay, hier steht schon wieder der Fatzke. Es ist viel zu früh, um den ganzen Weg hier rauszukommen. Mir wird ganz schlecht von dem Gestank hier. Was ist denn das für ein Scheiß, der da hängt? An diese Wände haben sie nur offizielle Urkunden zu hängen. Zur Strafe wird ihr Lohn beinhaltet. Es wird nicht wieder vorkommen. Immerhin sind ihre Leistungen nicht vollkommen indiskutabel. Sie haben 18 Verweise bekommen, aber reißen sie sich ein... Was? Und zwar sofort. Eine alte Freundin von mir kommt hier bald vorbei. Die winken sie durch. Ihr Name ist Schäpirzowska. Und dass ihr von ihr ja keine Klagen zu hören bekommt. Es lebe Astotzka. Okay, hier haben wir eine Urkunde. Minister für Grenzenschutz, Anerkennung für Dienst nach Vorschriften. Das finde ich doch super. So, wir fangen an. Wow. Leute, neuer Tag, neues Glück. Tag 20 schon. Ich bin mal gespannt, wann das Spiel vorbei ist. Vereinigte Föderation der Talman-Bobsten. Im Sinne von Transit. Durchreise. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist der Puch. 965 CN Bobston Talman. Spitzer Haaransatz. Das stimmt auf jeden Fall. Hier vorne hat er einen wirklich spitzen Haaransatz. 1,67 ist er groß, 83 Kilogramm schwer. Chorista Stadt läuft 84 ab, 41 ist er geboren. Das passt auf jeden Fall soweit. Was mir jetzt ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass das hier keine Übereinstimmung ist. Das finde ich schon mal super. Ich habe, um ehrlich zu sein, nichts dagegen, den jungen Mann durchzulassen. Und deswegen kriegt er von mir einen Genehmigtstempel. Jetzt weiß ich nur schon gar nicht mehr, liebe Freunde. Wir hatten ja einen neuen Stempel, theoretisch. Oh. Ist er das gewesen? Ist das nicht eine Frau? Naja, gut. Papiere bitte, schon wieder die Fatzken hier. Schnell durchlesen. Der Mensch, der Meuchelmörder stammt aus Antegrien. Er hat es auf einige... Nee, auf einen Esich-Agenten in Astotzka abgesehen. Jemand muss ihn aufhalten. Sein Name lautet Galet Istom. Nicht vergessen. Okay, das hier ist scheinbar der Tag der vielen Namen. Oh, öffnen. Pulver nicht berühren. Schließen. Ich hab's berührt. Alter. Oh! Wir sind vermutlich gestorben. So, okay, das hindert uns aber nicht daran, den Tag 20 nochmal neu anzufangen. Alles klar, das hier kennen wir natürlich alles schon. 82 Jahre gehupt wird hier auch, das ist ja super. So, das hier kennen wir schon, weg damit. In der Zwischenzeit können wir uns mit wichtigen Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel Schinken. Mit zum Beispiel meinem neuen Stuhl, der jetzt hinter mir steht. Das ist natürlich super, super interessant. Bla, 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 bla. Schäpirzowska ist das schon wieder, alles klar. Und dass ihr von ihr ja keinen Klagen zu hören bekommt, ist lieber kurz. Sehr schön, dass sie so nett zu mir sind. Es freut mich immer wieder, wenn sie hierher kommen und meine Dienste beanspruchen. So, da kommt wieder ein wunderbar aussehender junger Mann hier rein. Was ich jetzt noch gar nicht geguckt habe, ist das hier. Das könnte jetzt wieder alles durchprobiert werden. Keine Übereinstimmung, keine Übereinstimmung. Vollglatze. Na gut, eine Vollglatze ist das jetzt nicht gerade, ne? Ja, die Vollglatze. Diskrepanz, genau. Sie entsprechen nicht der Beschreibung. Wie können Sie sich da so sicher sein? Fingerabdruckscanner, bitteschön, nehmen Sie das mal. Die Vollglatze hat mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht, muss ich sagen. Und das ist auch definitiv nicht derselbe Fingerabdruck. Ihre Fingerabdrücke entsprechen nicht unseren Akten. Davon weiß ich nichts. Weg und ab in Arrest. Wir versuchen gar nicht, einen Grund aufzudrücken. Dieser junge Mann kommt in Arrest und wird abgeführt. Okay, diesmal fangen wir den 20. Tag auf jeden Fall besser an als vorher. Oh nein. Ja, okay. Ja, ja, ja. Das machen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr auf. Können wir das vielleicht irgendwie wegschmeißen? Nee. Darauf sollten wir auf jeden Fall gut aufpassen. Zählt bis zum 15.12. Das ist sehr knapp, aber die Einreise stimmt auf jeden Fall nicht. Damit haben wir eine Diskrepanz entdeckt und ab geht's. Dokument ist abgelaufen. Ich konnte erst jetzt kommen. Das ist relativ egal, meine junge Dame. Es geht darum, dass sie ein abgelaufenes Dokument machen.
Und das dürfen wir leider nicht durchgehen lassen. Das tut mir sehr leid für Sie. Aber geht nicht. Wen haben wir denn da? Die Gesichter häufen sich langsam. Die Hannah Walton. Dann interessiert mich jetzt nur nochmal Karte, Dokumente. Gehen wir mal zu den Dokumenten. Und dann die Einreisegenehmigung. Das stimmt nicht. Dieses Dokument ist gefälscht. Davon weiß sie nichts. Weg damit, Arrest. Wir versuchen gar nicht erst, den Leuten die Möglichkeit zu lassen, sich hier irgendwie rauszureden. Direkt weg mit denen. Wirklich. Erstens verdienen wir dadurch Geld. Zweitens haben wir sowieso eine Lohnkürzung erhalten. Und der Rest ist sowieso, was ist der Zweck ihrer Reise? Ich bin an einer großen Story dran. Dauer des Aufenthalts kann ich nicht sagen. Vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Sag mal, haben wir die nicht schon mal gehabt? Das war doch das Problem, dass die Person zwar einen Pass hat, aber eine Einreisegenehmigung fehlt. Und habe ein Recht darauf, stempeln Sie das Visum und den Pass. Das tut mir sehr leid, aber das darf ich nicht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Dieser Pass bringt hier rein gar nichts. Faschist. Wir sind ja nicht bei Secret Hitler, junge Dame. Da haben Sie sich wohl ein bisschen verschätzt. So, die junge Dame bleibt hier einige Tage mal wieder. 51 Kilogramm. Da stimmt was nicht. Junge Dame, Sie sind ein bisschen dick geworden. Sie wurden für eine routinemäßige Untersuchung ausgewählt. Schauen Sie in Richtung des Scanners. Mal sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht dann mal wieder ganz schöne Fotos. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aha. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Keine Waffen oder Schmugglergut, junge Dame. Ich glaube, das bedeutet für Sie Arrest. Vor allen Dingen, wie sie noch fragt, ist das denn so offensichtlich, dass ich etwas bei mir habe? Ja, ist es. Ist es schon immer. Ich glaube, wir haben heute noch keinen einzigen jungen Mann hier durchpassieren lassen. 14.11.82. Junge, Junge, Junge. Okay, bevor wir darüber jetzt lange reden, der Herr, bitte lassen Sie mich durch. Gibt's nicht, da brauchen Sie erstmal gültige Papiere. Ist mir dann relativ egal, was Sie darüber denken. Aber ich muss meine Arbeit ja schließlich richtig machen, denn damit verdiene ich mein Geld. Oh, der sieht extremst genervt aus. Hat sogar ein Kinnbart. Transit 56 EMXWH. Hat er jetzt Transit überhaupt gesagt? Ja. Irgendwie versuchen die alle den Transit hier durch. 189, das stimmt sogar. Der Mann ist sehr, sehr, sehr groß. Shingleton 83, 28 MVW. Habe ich, glaube ich, schon geprüft. Sieht aber ebenfalls in Ordnung aus. Und deswegen schicken wir den jungen Mann durch, obwohl ich mir denken könnte, dass er das hier sein soll. Irgendwie so von den Gesichtszügen so ganz... Nee, soll er nicht sein, okay. So ganz grob hätte ich mir das jetzt denken können. Das Bußgeld schlägt jetzt natürlich den Schaden raus. Shit. Wenn man sich das hier mal anguckt... Doch sehr, sehr knapp. Aber Hunger hat nur der Onkel. Das heißt, theoretisch, wir können es wenigstens den anderen gut gehen lassen. Das heißt, beim nächsten Mal brauchen wir auf jeden Fall nochmal genug für Essen. Astotzka bereit, einen tegrischen Verräter aufzunehmen. Ich bin gespannt. 13. Dezember 82. Ich trinke einen Schluck Tee. Ein Sonderprogramm für politisches Asyl ist auf... für politisches... Politisches Asyl ist aufgelegt worden. Asylsuchende müssen einen gültigen Asylbescheid vorlegen. Einreisende mit einem solchen Bescheid benötigen weder eine Einreisegenehmigung noch einen Ausweisanhang. Es lebe Astotzka. Okay, gesuchte Kriminelle, das kriegen wir hin. Und damit rufen wir mal den ersten ran. Okay, das muss ich mir merken. Das Bild passt halt mal überhaupt nicht zu dem jungen Mann. Ihr Aussehen hat sich verändert. Ich habe mich operieren lassen. Warum müssen die sich eigentlich immer direkt operieren lassen? Ich meine... Es gibt doch mit Sicherheit irgendwas, was die Leute... Das stimmt doch never überein. Weg damit, Arrest. Ja, was ist denn jetzt los? Sie haben mich versucht, jetzt zum Nahen zu halten, oder was? Also nee, sowas kann ich überhaupt nicht... Sowas kann ich nicht befürworten, liebe Freunde. Dann schicken wir die mal los. Danke. Ich hoffe, hier ist es besser. Ich hoffe es für Sie auch. Und ich hoffe auch, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Ich hasse nämlich dieses Geräusch von diesem Drucker da unten. Dagegen habe ich jetzt auch nicht wirklich was einzuwenden. Ich habe, glaube ich, irgendwas vergessen. Ja, ich habe den Ausweisanhang vergessen. Ausweisanhang ungültig, Ablaufdatum, ja. Genau, das wäre es nämlich gewesen. Verpassen Sie mir einen roten Stempel. Echt jetzt.
Mach mir eine bessere Arbeit, ein Impo-Angebot. Mit einem roten Stempel komme ich aus dem Vertrag in Astotzka raus. 10 Credits für sie. Okay, dann gucken wir doch mal. Produktion bis bla bla bla. 24.12. Warum? Ich glaube, dann kriege ich wahrscheinlich einen Verweis oder sowas. Sie weisen doch sicher den ganzen Tag lang Leute ab. Und warum jetzt nicht? Dann lassen Sie mir was anderes. Da lasse ich mir was anderes einfallen. Hä, warte mal, ich habe ihm doch die Einreisegenehmigung gegeben. In dieser Folge haben wir verhältnismäßig wenige Abmahnungen bekommen. Das spricht für uns. Aber es werden uns noch mehr Steine in den Weg geworfen. In der nächsten Folge von Papers, Please. Ich würde mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.